Herzlich willkommen zum digitalen Büchersalon. Mein Name ist Ursula Rudnick. Schön, dass Sie und ihr da seid. Der digitale Buchsalon ist eine Kooperation der Germania Judaica. Heute Abend werden Konstanze Baumgart, Alisa Bach, Ursula Reuter und ich wieder vier Bücher vorstellen. Als erstes wird Konstanze Baumgart vorstellen von Christian Herrmann, Grenzland, da geht es um jüdische Spuren in Osteuropa. Liebe Konstanze, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Ursula. Vielleicht vorab noch ein Hinweis. Ich wollte zwei Fotos gerne zeigen. Wenn Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm die Ansicht ändern von Galerie auf Sprecher, also für alle die, die jetzt vielleicht die Galerieeinstellung haben, dann sehen Sie mich etwas größer. Das ist nicht nötig, aber Sie sehen eben dann auch die Fotos etwas besser. Das Buch, das ich vorstellen möchte, Ursula Rudnick hatte es schon gesagt, heißt Grenzland von Christian Herrmann. Sie sehen schon hier, das ist der Einband. Sie sehen eines der schönsten Fotos aus dem Band. Es ist ein ehemaliger jüdischer Friedhof, der also nicht mehr benutzt wird. Es ist natürlich immer noch ein Friedhof, der aber hier etwas unter Wasser steht. Christian Herrmann ist ein Kölner Fotograf, der seit den 90er Jahren den Osten Europas bereist und dort auf jüdischen Spuren wandelt. Er dokumentiert das, was heute historisch ist, weil die meisten Menschen, die dieses Leben jüdische Leben dort ausmachten, im Holocaust ermordet worden sind. Die Bilder, die er zusammengestellt hat auf seinen vielen Reisen, bestechen alleine schon durch eine wunderschöne Ästhetik, was man vielleicht hier bei diesem Titelblatt ganz gut schon sehen konnte. Sie haben aber vor allen Dingen die Aufgabe zu dokumentieren, zu bewahren und zu erinnern. Also es ist dem Fotografen, mit dem ich auch vor kurzem ein längeres Gespräch hatte, ein tief empfundenes Anliegen, für das er sich auch eben seit vielen Jahren engagiert, diese Spuren wenigstens im Bild festzuhalten. Und ganz interessant ist, der Fotograf hat auch einen Blog, den er auf Englisch führt, einfach darum, weil er sehr viele Freunde in Osteuropa hat, mit denen er auf Englisch kommuniziert in den verschiedenen Ländern. Und diesen Blog hat er Vanished World genannt. Die eine oder der andere von Ihnen kennt vielleicht das berühmte Buch von Roman Wischniak, Vanished World, dass die Bilder, in dem der Fotograf eben Bilder in den verschiedenen Städten gemacht hat und die heute so ein, sag mal, Standardwerk in diesem Bereich sind und auch Bilder von unheimlicher Intensität und Eindrücklichkeit. Und der Kölner Fotograf Christian Herrmann hat für seinen Blog diesen Namen gewählt. Diesen Blog kann ich Ihnen ebenso wie das Buch sehr ans Herz legen. Das ist eine Art Reisetagebuch. Er berichtet in diesem Blog nicht regelmäßig, sondern eben schubweise immer dann, wenn er Reisen dorthin machen kann, über das, was er dort erlebt, wen er trifft, mit wem er reist, über seine Freunde, vor allen Dingen auch in der Ukraine in letzter Zeit. Und so entsteht in Kombination mit diesem Buch ein Gesamtkunstwerk, möchte ich sagen. Die Bilder erzählen auch dem Betrachter, der sich nicht sehr gut auskennt mit den historischen Hintergründen, sehr viel über das Leben, weil sie allein schon durch ihre Fülle dokumentieren, wie reich dieses Leben einmal gewesen sein muss. Und was sie aber daneben auch dokumentieren, das war für mich eigentlich das besonders Berührende und auch in all dieser Melancholie, die einen erfassen kann, wenn man diese Bilder sieht, hat mich das doch auch ein wenig erfreut. Man kann an den Bildern sehen, wie sehr sich der Umgang in den Ländern in Osteuropa geändert hat mit ihrer eigenen jüdischen Geschichte. Christian Herrmann hat mir das zum Beispiel für die Ukraine erzählt. Die Ukrainer haben, nachdem sie unabhängig, die staatliche Unabhängigkeit erreicht hatten, angefangen, sich mit ihrer jüdischen Geschichte ganz anders zu beschäftigen, sie sozusagen auch vom Schutt zu befreien, sich überhaupt wieder darüber klar zu werden, was sie eine multiethnische Kultur waren.
Und das kann man eben auch an vielen der Fotos ablesen, zum Beispiel daran, dass Synagogen restauriert werden, dass Mezuzot kenntlich gemacht werden, dass alte Ladenschilder freigelegt werden. Das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, ein Beispiel, das mir besonders gut gefallen hat. Das ist aus Lviv, also früher haben wir Lemberg gesagt, und ist ein Hinweis auf ein altes, ja, ich nehme mal an, Kurzwarengeschäft. Natürlich sind andere der Bilder auch recht trostlos, weil sie einfach auch Leerstellen festhalten. Zum Beispiel da, wo Massengräber sind, wo aber keine Gedenksteine sind. Also zum Beispiel ein Foto dabei von einer Raubgrabung, wo man nur einen leeren Platz sieht. Man sieht Straßenzüge, die früher mal das jüdische Viertel waren, aber eben als solches gar nicht mehr zu erkennen sind. Man sieht einfach nur Häuser an sich, und auch das ist, wenn man das auf sich wirken lässt, sehr, sehr eindringlich und erzählt eben ganze Geschichten. Aber eben auch, und da komme ich dann sozusagen zum Abschluss auf das zurück, was ich eben sagte, dieser veränderte Umgang mit der eigenen jüdischen Geschichte zeigt sich zum Beispiel in diesem Bild hier. Nach der Zerstörung der jüdischen Friedhöfe durch die Sowjets und die Nationalsozialisten wurden die Grabsteine häufig für Bauarbeiten ausgegeben. Und so findet man heute an den verschiedensten Orten Grabsteine, zum Beispiel im Fußboden, im Straßenpflaster, in Mauern, in Häusermauern. Auch davon, das hat er an einigen Bildern hier dokumentiert. Ich möchte Ihnen mal eins zeigen, das ist eine Detailaufnahme und zeigt eben Pflastersteine und ein kleines Fragment von einem jüdischen Grabstein mit hebräischen Schriftzeichen. Heutzutage ist es aber so, dass die Ukrainer, wenn sie auf solche Grabsteine stoßen, das Bedürfnis haben, diese zurückzubringen. Wie Christian Herrmann mir erzählt hat, ist es eine regelrechte Bewegung geworden. Die Menschen engagieren sich dafür, dass die Grabsteine wieder zu ihren Orten zurückkommen. Er selber war dabei, als ein Bauunternehmer auf Grabsteine gestoßen war bei Bauarbeiten. Und er hat dann direkt in der jüdischen Gemeinde angerufen und gefragt, was er damit machen soll. Dann haben die ihm gesagt, wo er die Grabsteine hinbringen kann. Das hat er auch getan. Dort musste er an einer Pforte klingeln und hat dann dem Pförtner gesagt, was er machen möchte. Und der hat ihn sehr groß angeschaut. Und dann hat er gesagt, die Grabsteine kommen von hier und hierhin bringe ich sie auch wieder zurück. Und so ein Bild möchte ich Ihnen zum Abschluss zeigen. Das ist so ein Beispiel für die gesammelten, zurückgebrachten Grabsteine. Von diesen Fotos hat er mehrere, und man muss immer bedenken, das ist hier nur eine kleine Auswahl, also ich vermute mal, er hat hunderte davon. Und so kann man sich, wenn man diesen Bildband durchblättert, bekommt man einen sehr intensiven, sehr anschaulichen Eindruck davon, wie es heute um das jüdische Erbe im Guten wie im Schlechten in diesen Ländern bestellt ist. Aber manches gibt eben auch Hoffnung. Mir hat dieser Band sehr, sehr gut gefallen und die Bilder haben mich wirklich hineingesogen in diese Atmosphäre. Ich habe auch viel Neues gelernt, auch Fakten, durchaus Faktenwissen dazu erworben, aber es ist natürlich auch wirklich ein ästhetisches Vergnügen. Also ich kann den Band sehr, sehr empfehlen, ist auch, glaube ich, für Menschen, die sich dafür interessieren, ein sehr schönes Geschenk. Liebe Konstanze, vielen Dank. Würdest du noch sagen, auch was dieser Band kostet? Bildbände sind ja manchmal nicht ganz preiswert. Und würdest du vielleicht die Angaben in den Chat schreiben? Das mache ich gerne. Also er kostet 40 Euro. Das können Sie jetzt an dem Bildschirm nicht ganz so gut sehen. Der Band ist wunderschön gemacht, sehr aufwendig auch gestaltet, auch mit einem kleinen Essay vom Fotografen, noch von einer anderen Person dazu. Ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ganz exzellent ist. Und es ist auch nur ein kleiner Verlag, der Lukas Verlag. Also das ist wirklich, es ist wirklich ein kleines Kunstwerk, dieses Buch. Ich schreibe jetzt aber alles noch in den Chat rein. Wunderbar, dir vielen Dank. Ich werfe einen Blick in unsere Runde und schaue, ob es dazu Fragen oder Kommentare gibt.
Ja, ich wollte nur fragen, Ja. ich habe zu Beginn verstanden, Ostpreußen, es bezieht sich auf Osteuropa, Ostblock, ja. Richtig. Gut, okay. Osteuropa, Also mir gefällt sehr, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis, also ich, ja, gut. Wenn das im Chat steht, gucke ich es mir an, ja. ja, ich bin Danke. gerade dabei, es reinzuschreiben. Gut, sehr schön. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir zu unserem nächsten Buch, das Alisa Bach vorstellen wird. Und zwar, es geht um die Biografie von Philip Roth, dem großen amerikanischen Autor, der jüdisches Leben beschrieben hat und wo viele erwartet haben, er würde den Nobelpreis bekommen, den er aber zu Lebzeiten nie bekommen hat. Liebe Alisa, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich sage gleich, ich spreche nicht ganz frei. Ich habe hier ein Manuskript, aber ich glaube, ihr könnt das nicht sehen, aber es macht nichts. Zunächst mal die Biografie. Es ist die Biografie laut Autor, nicht eine Biografie. Und ich sage gleich, sie hat 900 Seiten. Also man muss sich Zeit nehmen oder immer wieder Zeit nehmen, um sie zu lesen. Sie beginnt mit der Heraushebung, mit der Vorstellung des, ach so, der Autor ist Blake Bailey. Und zu der Person sage ich später noch etwas. Die Biografie beginnt mit der Bedeutung von Philip Roth, der 1933 in Newark, New Jersey, geboren wurde und in New York 2022 verstorben ist. Er schreibt, man könnte sagen, dass sein Werk, also Roths Werk, die besten Chancen hat, die Zeiten zu überdauern. 2006 hat die New York Times Review etwa 200 Kritiker befragt, nach dem besten amerikanischen Roman der letzten 25 Jahre. Und unter den 22 benannten Büchern waren allein sechs von Philip Roth. Also das ist so ein Hinweis darauf, dass es sich wirklich lohnt, auch Ross zu lesen. Und diese Biografie macht wirklich Lust drauf, ihn zu lesen. Ross schrieb Weltliteratur. Er hat unwahrscheinlich viele Preise erhalten, nicht den Nobelpreis, aber sonst alles, was so Rang und Namen hat unter den Preisen. Und zumindest ist empfehlenswert, Portnoys Beschwerden zu lesen, 1969 erschienen, wodurch er weltberühmt wurde. Und Ross war nicht nur persönlich einfallsreich und witzig, sondern auch in seinen Büchern kommt so eine radikale Ehrlichkeit seiner Szenarien zum Tragen und Humor und Lachen kommen nie zu kurz. Also beim Lesen muss man mindestens lächeln. Die vorliegenden 100, 900 Seiten erschließt die Entstehung nahezu jedes seiner Bücher, also im Lebenskontext von Philip Roth. Viele Romanfiguren und die zahlreichen Alter Egos von Roth, die in seinen Romanen vorkommen, er erzählt oft in der Ich-Form, eigentlich wirklich entschlüsselt. Baileys Biografie ist wirklich ein sehr, sehr guter Wegbegleiter, wenn man Ross neu liest oder auch nochmal liest. Man erfährt außerdem sehr viel über das New Yorker literarische Milieu. Alles, was Rang und Namen hat in der damaligen New Yorker Literaturszene, kommt vor. Saul Bellow, Bernard Malamud, John Updike und viele, viele andere. Ross hat seinen Biografen selbst ausgesucht. Denn Bailey hatte schon zuvor einige andere Schriftstellerbiografien, für die er auch ausgezeichnet wurde, geschrieben. Und so ist Ross auf ihn gekommen, hat ihn eingeladen und ihn förmlich beauftragt, diese Biografie zu schreiben. Und Ross' Auftrag ist gleichzeitig das Motto dieser Biografie. Sie sollen mich nicht reinwaschen, machen Sie mich einfach interessant. Das ist auch das Motto. Dem Biografen Bailey ist das wirklich gelungen. Dieses Buch ist kein literaturwissenschaftliches Werk. Bailey geht es darum, Ross' komplexe Persönlichkeit in allen Facetten vorzustellen
Und er verzichtet erfreulicherweise, muss man sagen, was aber von einigen Kritikern negativ bewertet wird, auf eine Synthese. Bitte? Hier hat jemand einen Hall. Alles okay. Erledigt. Okay. Also er verzichtet, die Biografie enthält keine Gesamtdeutung von Ross Werk, aber ihm gelingt es, der Facettenreichtum der Persönlichkeit von Ross, der kommt sehr, sehr deutlich, tritt so deutlich zutage. Ihm gelingt es, nicht nur die Perspektive des Autors selbst auf sein Werk und auf sein Leben wiederzugeben, sondern auch gleichzeitig die Perspektiven und Erinnerungen von Freunden, Freundinnen und den nicht wenigen Partnerinnen und seiner beiden Ehefrauen. Mittels der vielen Interviews und zahlreichen Zitaten aus dem Munde von Ross alter Egos in den Büchern vermag Bailey oft, Situationen so darzustellen, als würde Ross sie selber erzählen. Und in der Kritik heißt es dazu, dass der eigentliche Star des Buches gar nicht Bailey als Autor, sondern Ross selbst ist. Und das stimmt auch. Aber nur der Kritiker bewertet das negativ, während ich finde, gerade darin liegt die Kunst. Also gerade das ist die Kunst, und die künstlerische Raffinesse, die zahlreichen Materialien zu Ross so zu montieren, als käme eine Erzählung von Ross selber zustande. Das ist wirklich sehr kunstvoll gemacht. Ich lese gleich noch eine Probe dazu. Bailey ist nüchtern, respektvoll und aber auch schonungslos. Auffällig ist der Verzicht auf eigene Urteile. Mit dieser Zurückhaltung und Quellentreue tritt der Biograf vollständig hinter sein Werk, die Biografie, zurück, was sehr angenehm ist, weil es dem Leser Raum für Deutungen zu Ross' Persönlichkeit lässt. Also das Buch ist nicht unbedingt spannend, aber in jeder Zeile interessant. Ihm gelingt wirklich die Würdigung von Person und Werk von Philip Ross und vor allem durch den Detailreichtum und durch die Glaubhaftigkeit dieser Biografie. Das Buch ist mit einem tollen Quellenverzeichnis und zahlreichen Anmerkungen und einem Personenregister versehen. Und es gibt eine Bibliografie zu Ross Werken, einschließlich seiner deutschen Erstausgaben. Also es ist wirklich der Schlüssel zu Philip Ross Werk. Zum Abschluss möchte ich eine Leseprobe zum Besten geben. Der Kontext ist, dass Ross wegen sehr realistischer Darstellungen des jüdischen Mittelstandsmilieus einer Kleinstadt und in vielen Büchern eigentlich als Nest, in der jüdischen Gemeinschaft oft als Nestbeschmutzer und Selbsthasser und einer, der den Antisemiten in die Hände spielt, man kann schon sagen, denunziert und gebannt wurde. Und er galt auch gerade nach dem Aufkommen des Feminismus als Frauenhasser, was er beides beleidigend und abwertend fand und völlig ungerechtfertigt. Jedenfalls möchte ich jetzt Folgendes lesen. Zum Ende seines Lebens. Im Lauf der Zeit, jetzt Zitat Biografie. Im Lauf der Zeit hatte Ross nicht weniger als 4 National Jewish Book Awards erhalten. Und 1998 hatte der Jewish Book Council ihm den Preis für sein literarisches Lebenswerk verliehen. Das Preisgeld spendete Ross an die Anti-Defamation League. Ross hat gewonnen, verkündete The Forward 2012. Das ist eine jüdische Zeitschrift. Amerikanische Juden sind heute eher die Erben von Portnoys Beschwerden als die Erben seiner verklemmten Gemeinde. Heute können wir lachen, weil wir nicht mehr weinen müssen. Das ist Zitat Forward. Ross war sich dieses Sieges mehr als jeder andere bewusst. Jetzt, sagt Ross im Interview, wo ich seit knapp 4 Jahren nicht mehr schreibe, gehe ich praktisch jeden Abend mit einem breiten Lächeln im Gesicht schlafen und sage im Dunkeln freudig vor mich hin, ich habe mein Leben gerettet, bevor ich zur Schlacht gerüstet war. Die Kämpfe sind vorbei, ich bin nach Hause gekommen, ich habe gewonnen.
Doch wonach sich der Besessene immer noch sehnte, jetzt wieder die Biografie, wenn er nicht selig im Bett vor sich hin murmelte, war eine Entschuldigung. Und dieser Mann wurde brutal und unverdient angegriffen von Menschen, die kein Recht dazu haben, schrieb der Vorwort. Sollte eine jüdische Persönlichkeit öffentlich sagen, und genau darauf lief seine jüngste Ehrendoktorwürde hinaus. Dementsprechend die Schlagzeile am Tag darauf, wieder im Vorwort: Philip Ross, einst ausgestoßen, wird mit dem Ehrendoktor des Jewish Theological Seminary wieder die angebotene wieder in die Herde aufgenommen. Ross hatte die angebotene Ehrung als Friedenspfeife begriffen und umgehend akzeptiert. Ihm gefiel auch Chancellor Arnold Eisens Auftreten und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ross sei, Zitat Eisen, zweifellos der größte Soziologe im Hinblick auf das Leben amerikanischer Juden, sagte Eisen, der selbst ein bedeutender Soziologe war. Wie Ross gegenüber einem Freund spöttelte, Zitat Ross, jetzt fehlen mir nur noch der Gloras, jetzt fehlen mir nur noch der Gloria Steinem Award von der National Organization for Women und der hochgeschätzte Kakutani Prize, also feministische Preise. Ross hatte nach der Ehrung vorgehabt, das anschließende Mittagessen auszulassen, weil er starke Rückenschmerzen hatte, doch er amüsierte sich bestens. Ich nahm einfach Medikamente, sagte er. Noch nie hat jemand im Jewish Seminary unter einer so hohen Morphiumdosis gestanden wie ich. Es war wirklich wunderbar. Also in diesem kurzen Abschnitt sind Zitate, hat der Biograf Zitate aus bestimmt 7 oder 8 oder 9 Quellen zusammenmontiert, um diese kleine Geschichte zu erzählen. Und darin liegt die Qualität der Biografie, die ich für alle Ross-Interessenten sehr ans Herz lege. Liebe Alisa, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bitte auch dich, das in den Chat zu schreiben, die genauen Angaben. Und jetzt habe ich noch einen Wunsch. Sag mal, die wunderbare, großartige Parkplatzgeschichte. Kann ich jetzt nicht erzählen. Erzähl du sie doch. Fällt mir im Moment nicht ein. Na, also Philipp, also, wie geht die Geschichte? Ich gebe sie jetzt ungenau wieder, aber ich finde sie großartig. Philip Ross hat ja nun nicht den Nobelpreis bekommen. Und in einem seiner Romane lässt er sein alter Ego darüber nachdenken, was könnte das Größte sein für einen Schriftsteller aus Newark, aus New Jersey. Und dann sagt das alter Ego, dass, also das Größte ist es doch, wenn es einen Zuckerman Parkplatz gäbe. Und eines Tages wird dann ein Auto dort halten und ein Kind wird sagen, Papa, ich muss mal am Zuckerman Parkplatz Pipi machen. Und das heißt es, angekommen zu sein. Das ist das Höchste, was ein berühmter Schriftsteller an Nachwirkungen erzielen kann. Genau, und diese Art von Humor, von Selbstironie, das fand ich einfach auch nochmal eine köstliche Geschichte zu Philip Ross. Ich blicke jetzt noch einmal in die Runde. Gibt es Anmerkungen, Fragen zur Biografie, zum Autor? Wer hat denn schon mal Philip Ross gelesen? Also man muss sich ein bisschen warm anziehen, weil er manchmal sehr radikal in der Wortwahl ist. Aber ja, er wird, genau. Er wird vulgär manchmal. Genau, drastisch, vulgär. Und es gibt, soll ich das auch noch erzählen? Das vulgäre Alisa? Bitte? Also, eines seiner berühmtesten Bücher ist Portnoy's Complaint, die Beschwerde von Portnoy. Ein junger Mann in New Jersey aufgewachsen und es wird dann auch beschrieben, wie er masturbiert. Und er masturbiert an dem Familienmittagessen, nämlich einem Stück Leber. Das beschreibt er, also er beschreibt sein sexuelles Erwachen, also literarisch.
Portnoy. Und das sexuelle Leiden. Genau, natürlich. Und dieses hat also einen Skandal in der jüdischen Community unter anderem hervorgerufen, wo wir heute vermutlich nur müde drüber lächeln. Er hat eben schonungslos mit Humor jüdisches Leben in den USA in den 50ern und dann auch später weiter beschrieben. Viele großartige Romane. Also eine schöne Empfehlung für den Sommer, nochmal Philip Roth zu lesen, der auch politische Fragen der Gegenwart aufgenommen hat und interessante Gedankenspiele durchgeführt hat. Philip Roth im Sommer zu lesen mit der Biografie daneben. Und was ich jetzt erfahren habe, auch New York, was direkt gegenüber von Manhattan liegt, nur getrennt durch den Hudson. Da gibt es auch einen Philip Roth-Spaziergang. Also wer einmal nach New York kommt, kann einfach übersetzen, nach New York fahren und dort auf den Spuren von Philip Roth wandeln. Ja, jetzt möchte ich doch noch eine Empfehlung zu Philip Roth selber abgeben, und zwar Der menschliche Makel. Wer das noch nicht gelesen hat, das ist ein Roman, der mit verschiedenen kulturellen Identitäten spielt und die MeToo-Debatte an den Universitäten wirklich mehr als ad absurdum führt. Das ist der Roman, ist einer seiner späteren Romane und hochaktuell. Ah, das ist auch interessant, wie du ihn betrachtest. Er wurde ja auch mit, wenn ich das richtig erinnere, mit Anthony Hopkins verfilmt. Das kenne ich nicht. Ja, sehr. Anthony Hopkins ist ein großartiger Schauspieler und natürlich spielt er diesen Professor ganz, ganz wunderbar. Also es lohnt sich Philip Roth wieder und wieder zu lesen, weil sich dadurch neue Perspektiven ergeben. Gut, ich schreibe jetzt mal den Chat. Du schreibst die Literaturangabe in den Chat und ich mache weiter mit Michel Friedmann, Fremd, das Buch erschien in Berlin, im Berlin Verlag. Michel Friedmann dürfte den meisten bekannt sein, 56 in Paris, geboren als Sohn von Shoah-Überlebenden, studierte Jura, Philosophie, ist als Publizist tätig, Honorarprofessor und natürlich auch im Fernsehen aktiv als Moderator. 1965 zog seine Familie nach Frankfurt, wo er aufwuchs. Michel Friedmann engagierte sich auf vielfältige Weise politisch, unter anderem im Zentralrat, auch gegen Rechtsradikalismus, für Integration. Und dieses Buch beschreibt sein Aufwachsen. Es ist Oliver Rehse hat geschrieben, dieser Text ist das persönlichste und schmerzhafteste, was Friedmann geschrieben hat. Es beschreibt ja seine Kindheit. Er ist sehr offen. Dieses Buch ist nicht in Form von Prosa, sondern wie ein Gedicht geschrieben, mit vielen Leerstellen zwischen den Sätzen und den Gedanken. Ein sehr persönliches Buch, in dem er Anteil gibt an seinen Erfahrungen und zwar auf eine viele Weise die Anknüpfung ermöglicht. Sei es Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben oder aber auch Menschen, die ganz andere Erfahrungen haben. Indem er seine Geschichte erzählt, lädt er ein zu fragen, was ist denn meine Geschichte und wie unterscheiden sich unsere Geschichten? Ich werde einige Stellen aus seinem Buch vortragen. Ich bin auf einem Friedhof geboren. Schmerz, der keinen Anfang kennt, der kein Ende kennt. Manchmal leise, manchmal laut, manchmal versteckt er sich. Launisch ist er, hungrig ist er, hinterhältig. Meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter, Überlebende, Trauernde, Traurige, Lebenstraurige. Ich war ihr Lächeln, lächelnde Traurigkeit. Wie bringe ich euch zum Lächeln?
Wie bringe ich euch zum Lachen? Wie bringe ich euch zum Glück? Zum Leben? Gescheitert. In der Regel gescheitert. Jetzt springe ich zu Kapitel 3. Ich bin in Paris geboren. Mein erster Ausweis von den UN. Staatenloser Flüchtlingspass. Refugié polonais. Türkis. Zwei schwarze Querbalken am rechten oberen Rand. Unsicherheitspass. An jeder Grenze. Besonders lange Kontrolle. Lange Befragungen. Abwehrende Blicke. Angst der Eltern. Angst des Kindes. Jetzt etwas zu seinen Eltern, deiner Mutter. Meine Mutter ist gestorben vor Angst. Kein Augenblick ohne Angst. Seit damals an diesem Ort, sagt sie. Dieser Ort, Ghetto, Auschwitz. Sie nimmt Tabletten gegen die Angst. Erfolglos gegen die Erinnerung. Erfolglos. Flucht. Polen, Frankreich, Deutschland. Jahrzehntelang Flüchtling. Mit roten Haaren, mit blasser Haut. Was Papa kann? Autofahren. Elegant sein, verantwortlich sein, fleißig sein, arbeiten, schuften, tanzen. Was Papa nicht kann? Lachen, reden, einfach so reden. Hören. Ein kaputtes Ohr. Zertrümmert vom Gewehrkolben eines Deutschen in der dunklen Zeit. Witzig sein. Leichtfüßig sein. Umarmen. Ohne Mama leben. Und über sich? Staatenloses Kind. Migrantenkind, Judenkind, Lebensaufgabe dieser Kinder, Eltern glücklich machen, Eltern stolz machen. Sie sagen, wir hatten es schwer, du sollst es besser haben. Wir können die Sprache nicht, du musst sie für uns sprechen. Wir hatten wenig Schule, du musst lernen. Für uns, für dich. Für die anderen, die ohne Chance auf Leben. Musst besser sein, noch mehr lernen. Du bist nie die, deshalb musst du noch mehr lernen. Sie sehen dich nicht. Lerne, überlebe, lerne, hole auf. Sie rennen immer schneller weiter als du. Hole sie ein, lerne, renne. Und noch ein letztes. Lebenslang ein Fremder. In diese Welt geworfen als Fremder. Aus dieser Welt geworfen als Fremder. Dazwischen zappeln, strampeln, schuften, um nicht ein Fremder zu sein. Illusionen, Fantasien, Selbstbetrug. Kindische Hoffnung, aber doch vorhanden. Ankommen, irgendwo. Irgendwann zu Hause sein, Heimat sein, haben. Angenommen, aufgenommen sein, nicht allein, nicht einsam sein, nicht rausfallen, nicht runterfallen, nicht wegfallen. Soweit Michel Friedmann, Fremd, ein Buch, das Anteil gibt an seinen Erfahrungen, sehr offen ist, und wie ich finde,
einlädt, über seine Erfahrungen, also Anteil gibt an seinen Erfahrungen und einlädt, über die eigenen Erfahrungen nachzudenken. Ja, Fragen, Kommentare, Resonanzen hierzu? Ich danke Ursula für das Hinzufügen des Links zum Podcast. Und damit kommen wir auch schon zum vierten Buch, was Ursula Reuter jetzt vorstellen wird, von Meron Mendel über Israel reden. Liebe Ursula, bitte, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Ursula, und euch allen herzlich willkommen nochmal auch von mir. Meron Mendel, über Israel reden, eine deutsche Debatte, ist, glaube ich, ja gerade ziemlich nicht in aller Munde, aber in vieler Munde. Vielleicht haben es auch schon einige gelesen. Es war für den Deutschen Sachbuchpreis auch nominiert und ist, glaube ich, ein ziemlicher Bestseller. Es liest sich auch sehr gut, also man kann es empfehlen. Ich werde jetzt einfach mit einer längeren Passage anfangen, die ich lese. Da bekommt man auch so ein bisschen den Stil und den Inhalt des Buches nahegebracht. Israelis und Palästinenser haben einen ähnlichen Sinn für Humor. Wir schmunzeln gern über die Deutschen, eine Nation mit 80 Millionen Nahostexperten. Auch wenn wir es nur selten offen sagen, wissen wir es alle. Die leidenschaftlichsten Unterstützer der israelischen und der palästinensischen Sache leben in Deutschland. Aber die meisten von ihnen haben nicht die leiseste Ahnung von der Situation vor Ort. Neben den Unterstützern der einen oder anderen Seite gibt es viele, die uns verständlicherweise wünschen, endlich Frieden zu finden. Neulich las ich ein Interview mit einem Sterbenskranken. Auf die Frage, ob es etwas gibt, was er zu Lebzeiten noch gern getan hätte, war seine Antwort: Natürlich hätte ich noch gern die Welt gerettet, den Nahostkonflikt gelöst. Das wird nun nichts mehr. Der Mann war nicht einmal in seinem Leben in Israel gewesen, sah aber die Lösung des dortigen Konflikts gleichrangig mit dem Weltfrieden. In Gesprächen habe ich immer wieder gefragt: Wieso interessiert ihr euch so für unseren Konflikt? Die meisten sind zunächst irritiert, dass ich diese Frage stelle. Viele Deutsche erteilen ohne jede Zurückhaltung gut gemeinte Ratschläge, wie wir Israelis und Palästinenser unseren Konflikt lösen könnten. Zweifelsohne steht es jedem frei, zu allen möglichen Konflikten überall in der Welt eine eigene Meinung zu formulieren und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Dennoch glaube ich, dass es der Diskussion in Deutschland gut täte, wenn vorher eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber stattfände, was genau die hiesige Sicht auf den Nahostkonflikt prägt. Dass die Geschichte des Holocaust und eine damit zusammenhängende Schuld- und Erinnerungsabwehr mitschwingt, liegt auf der Hand. Doch viele reflektieren selbst dies nicht. Vielleicht lautet auch deshalb eine besonders beliebte Zuschreibung in Deutschland, dass die Israelis die Nazis von heute seien. Das nur ein kleiner Ausflug aus dem Vorwort. In dem Buch geht es, wie Meron Mendel eben hier betont, nicht in erster Linie um Israel, die Palästinenser und den Nahostkonflikt, sondern um die Art, wie in Deutschland und von den Deutschen aller Arten, also allen Menschen, die hier leben, über Israel geredet wird. Und was uns das in allererster Linie verrät, nämlich etwas über uns, die Deutschen. Dies funktioniert so gut, da der Autor als gebürtiger Israeli und seit über 20 Jahren in Deutschland lebend seinen informierten Blick von halb innen und halb außen auf diese Debatte wirft, über die er eloquent, kenntnisreich und anschaulich schreibt. Kurz etwas zu dem Autor selbst. Er ist 1976 in Israel geboren, ist in einem Kibbutz im Negev aufgewachsen, also eine ganz klassische Karriere, ein echter Kibbutznik aus einer Kibbutzfamilie. Er war natürlich 3 Jahre bei der Armee, hat dann in Haifa studiert und ist 2001 nach München, später dann nach Frankfurt gewechselt, wo er sein Studium abgeschlossen hat. Er ist in Deutschland geblieben und seit 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, seit 2021 zusätzlich noch Professor für soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences, also an der Fachhochschule, wie das früher schlichter hieß. Er ist ja auch sehr präsent als Publizist in vielen
ja, Zeitungen, Zeitschriften schreibt er. Man sieht ihn auch öfter im Fernsehen oder in den Social Media ist er sehr aktiv. Also er ist durchaus präsent und das ist ihm auch wichtig. Und er hat dabei immer auch so eine pädagogische Neigung, würde ich sagen. Das ist auch deutlich in dem Buch, dass aber das eben aufklärerisch wirken will. Man bekommt viele Informationen mit. Und wie gesagt, es liest sich auch einfach sehr gut. Man lernt eine ganze Menge und bekommt viel Stoff zum Nachdenken. Was mir an dem Buch besonders gut gefällt, ist, dass Meron Mendel seinen Ort in den Debatten, über die er spricht, immer deutlich macht. So beschreibt er zunächst ganz biografisch in der Einführung seine Sozialisation in Israel als ein Linker, der sich eben schon in der Schule immer mehr für Politik interessiert, in Initiativen aktiv ist, wo es um Dialog zwischen Israelis oder zwischen jüdischen und arabischen Israelis geht und insgesamt seine zunehmende Frustration über die politische Situation in Israel, wo er auch eben an Barrieren stößt, bis er eben beschließt, es ist ihm alles zu anstrengend, er muss eben dieses Land auch erstmal verlassen. Und als er dann nach Deutschland kommt, stellt er relativ schnell fest, dass der Nahostkonflikt aber schön mitgekommen ist. Für ihn, also mit ihm, eher gesagt. Mendel nähert sich in 4 Kapiteln seinem Thema, in denen er eben seine Analysen vorlegt und auch immer sehr klar Meinung bezieht. Das erste Kapitel, die haben auch immer alle ganz lustige Namen, die Bundeswehr an der Klagemauer, die Debatte um die Staatsräson, ist so ein kleiner historischer Abriss, ein Rückblick auf das Verhältnis von BRD und Israel seit Adenauer Zeiten, das ja durchaus auch sehr problematische Seiten hatte, wie man weiß oder da auch nachlesen kann, bis hin eben zu 2008, als Angela Merkel in der Knesset erklärt, Israels Sicherheit gehöre zu Deutschlands Staatsräson, was bisher ja immer wieder gesagt wird, wobei nochmal hier auch sehr deutlich wird, dass aber keiner so richtig weiß, was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise schon allein das, der Begriff Staatsräson, der ist ja nicht so klar zu definieren und es wird gesagt, aber was es eben heißt, ist doch immer sehr situativ, unterschiedlich und kann argumentativ sehr unterschiedlich eingesetzt werden. Das ist also eher historisch nochmal, um in unsere unmittelbarere Gegenwart hinzuführen. Die nächsten 3 Kapitel beschäftigen sich zunächst mit dem Streit um BDS. Die BDS-Bewegung, Boykott, Divestments and Sanctions, Boykott, Desinvestition, Sanktionen, ist ja sicherlich nicht in aller Munde, aber im Augenblick doch sehr präsent, wenn man sich für das Thema interessiert. Ich finde, das ist eine gute Einführung, auch relativ ausführlich zum Thema BDS. BDS ist ja schon allein deswegen so problematisch, weil es eine Bewegung ist, die es ja auch immer vermieden hat, klar zu definieren, was man will und wer man ist. Also es ist so ein großes Sammelbecken und deswegen ist das immer ein gutes Argument gewesen, eben zu sagen, also jeder kann sich unter BDS eigentlich vorstellen, was er sie möchte. Und das ist ja Teil eigentlich des politischen Erfolgs von BDS. Und das finde ich, wird hier gut dargestellt, weil das ja auch immer so ein Thema ist, über das man gar nicht so leicht, finde ich, Informationen findet in deutschsprachiger Literatur. Und auch hier ist Mendel eben ganz... ja, ganz klar. Er sagt, er empfindet das Gedankengebäude hinter den Buchstaben BDS als totalitäre Ideologie mit dem Nachsatz, und der ist natürlich auch typisch für ihn, die vornehmlich die radikalen Kräfte auf beiden Seiten stärkt. Also er verortet sich hier auch wieder deutlich anders als manch andere, indem er BDS eben als etwas sieht, was nicht allein der palästinensischen Seite, sondern auch bestimmten Kräften in der israelischen Politik zu Pass kommt. Also ich finde das Gute daran, dass er eben ganz klar sagt, was er denkt, und dann kann man sich dazu selbst was denken. Das finde ich sehr angenehm, dass das wirklich immer ziemlich auf den Punkt gebracht wird.
BDS ist natürlich ein großes Thema, gerade in den letzten Wochen gewesen mit Roger Waters, wo man eben auch wirklich diese Attraktion von BDS sieht, gerade auf bekannte Künstler, wo man wirklich, ja, ich würde jetzt sagen, man kann sich nur wundern, aber es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Teil unserer populären Kultur und dagegen zu protestieren, erscheint mir jetzt, muss ich sagen, tatsächlich immer sinnvoller. Zunächst dachte ich, Roger Waters sollte man vielleicht eher einfach durch Nichtachtung beschweigen, aber würde ich jetzt, glaube ich, inzwischen auch anders sehen. Aber das wiederum, da geht es jetzt nicht so sehr um den deutschen Diskurs, sondern der spielt natürlich wieder eine Rolle in der Frage, wie BDS im deutschen Diskurs bewertet wird. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von interessanten Ausführungen von Meron Mendel zu Achille Mbembe und zu diversen Diskussionen bis zur Documenta 15. Aber eigentlich das interessanteste Kapitel für mich ist das nächste, aus der Geschichte verlernt, die Linke und der Nahostkonflikt, wo er der Frage nachgeht, warum gerade in Deutschland der Nahostkonflikt so wichtig ist für die, wie er das nennt, innerlinke Revierbildung in Deutschland. Und da kommt er mit seiner These nochmal sehr auf den Punkt, dass es bei dieser Debatte eben ganz stark darum kommt, sich selbst zu definieren in Abgrenzung von den anderen Linken mit dem Blick auf die deutsche Geschichte. Also man sucht eben, indem man in dem Nahostkonflikt nicht besonders kenntnisreich, aber sehr meinungsreich, das ist seine These, sich verortet, ja, grenzt man sich eben selbst ab gegen andere Linken, andere Linke, statt dass sich die Linke da irgendwie zusammentut, oder ist gerade die Haltung zu Israel und zum Nahostkonflikt eine sehr stark trennende. Und eben immer dabei das Problem, dass es um deutsche Befindlichkeiten geht und nicht unbedingt um etwas komplexere Analyseversuche oder Lösungsansätze. Im letzten Kapitel vergleichbar einzigartig die Erinnerungskultur und ihre Kritiker geht es dann auch nochmal um eine aktuelle Debatte, um die Kritik an die Erinnerungskultur im sogenannten zweiten Historikerstreit. Die Frage, die polemisch aufgeworfen worden ist, ob es ob die Erinnerung an den Holocaust nicht die Erinnerung an andere Verbrechen überdecken würde. Und das macht Mendel auch sehr klar, dass es da eben auch sehr stark einfach um so eine Schuldumkehr geht und um den Versuch, den Israel-Diskurs zu verändern. Und also ganz deutlich so eine Schuldabwehr darin immer wieder zu erkennen ist und die Verweigerung auch wieder von Komplexität. Und er sagt, als historischer, politischer Bildner, Erinnerung an historische Verbrechen wird in Deutschland nicht durch die Beschäftigung mit dem Holocaust verhindert. Ganz im Gegenteil. Gerade die Erinnerung an den Holocaust fördert die Auseinandersetzung mit Kolonialverbrechen, sei es in der politischen Bildung oder in Projekten der Gedenkstätte. Und das fand ich jetzt noch einen ganz positiven Abschluss für diese Gedanken, denn die verweisen nochmal darauf, dass es eben eine praktische Arbeit gibt, die einfach ganz wichtig ist, auch im heutigen Diskurs, gerade was Holocaust-Gedenken und Gedenkstättenarbeit angeht. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ich könnte jetzt noch einen kleinen, also praktisch den letzten Absatz vorlesen, mit dem Meron Mendel sein Buch beendet. Mach das doch bitte. Dann tue ich das. Wird es jemals möglich sein, hier in Deutschland eine sachliche Debatte über Israel zu führen? Oft werde ich gefragt, was ich von meinen deutschen Freunden erwarte. Wie sollen sie sich zu Israel äußern? Dann fällt mir ein, was die afroamerikanische Dichterin Pat Parker einmal zu ihren weißen Freunden gesagt hat. Erstens, vergiss, dass ich schwarz bin. Zweitens, vergiss nie, dass ich schwarz bin. Übertragen auf die deutsche Debatte zu Israel bedeutet das, erstens, vergiss, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Zweitens, vergiss nie, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Und wer sich darüber beklagt, dass diese Forderung so entsetzlich widersprüchlich ist, hat damit verdammt recht. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Ursula.
Es lohnt sich, du hast deutlich gemacht, es lohnt sich, Miron Mendel über Israel reden zu lesen. Ich werfe einen Blick. 22 Euro. Moment, ja. Kommt auch noch in den Chat. Dankeschön. Ich werfe einen Blick in die Runde für Fragen und Kommentare. Ja, ich sehe. Ja, ich habe vielleicht auch noch eine Frage. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, werde es jetzt aber lesen. Aber meine Frage ist, kommt das Wort Antisemitismus in dem Buch überhaupt vor? Ja, das kommt häufig vor. Das ist schon ein Thema, worum es auch immer wieder geht. Also es ist jetzt nicht, wenn das jetzt so rüberkam, das ist ein wichtiges Thema. Es ist auch kein Buch, das, also ich denke, wie gesagt, er macht deutlich, was er denkt, aber strebt auch durchaus eine ausgewogene Darstellung der ganzen Debatten und Diskussionen an und benennt auch sehr deutlich eben Problematiken in der deutschen Gesellschaft. Darin finde ich, liegt auch vor allen Dingen die Stärke. Ich finde auch, es ist jemand, der mit diesem Buch auch zum Diskurs einlädt, gegebenenfalls auch zum Widerspruch. Also ich fand das, um das vielleicht noch zu ergänzen, ich fand das ganz interessant. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen und ich glaube sogar bei der Begründung für diese Nominierung für den Deutschen Sachbuchpreis. Und die fallen voll, finde ich, da drauf rein, worum es ihnen geht. Die sagen nämlich, das ist ein Buch, das ist ganz interessant über Israel und den Nahostkonflikt. Und das ist ja genau das, was er sagt, darum geht es mir hier nicht. Also er hat schon die Neigung, sich auch dazu zu äußern, okay, aber es geht ihm ganz eindeutig ja um den deutschen Diskurs. Und wie die Leute das dann lesen, das ist dann natürlich auch immer eine spannende Frage. Ja, und darin liegt die Stärke und das Neue, dass er den Diskurs in Deutschland reflektiert. Also die Reflexion des Diskurses. Ja, es ist 7:45. Ich sage all denen, die zum digitalen Salon gekommen sind, herzlichen Dank. Ganz herzlich danke ich natürlich auch Constanze Baumgart, Alisa Bach und Ursula Reuter. Und bevor wir enden, möchte ich noch auf unsere weiteren Veranstaltungen hinweisen. Den nächsten digitalen Salon wird es im November geben. Zuvor, wir haben in einer Woche noch die digitale Bibelarbeit mit Rabbinerin Ulrike Offenberg und Katrin Großmann. Und vor Ort haben wir im Sommer 2 Veranstaltungen. Am 20. August in Hannover das BCJ Sommerfest für Begegnungen vor Ort. Und am 30. August werden wir den Blickwechselpreis in der Marktkirche um 17 Uhr verleihen. Und zur Laudatio wird Felix Klein aus Berlin kommen. Alle sind herzlich eingeladen. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, wünsche einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. 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 Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, warte. Guck, die anderen sind schon. Warte mal. So, und tschüss, Marion. Ach, diese Macht, die man hat als Zoom. Mach dich mal wieder, stell dich mal laut. Du bist stumm geschaltet. Stimmt. Ja, sehr gut, genau. Es ist schön, Moderator zu sein. Ja, es ist, also ich meine, wenn man irgendwann mal Allmachtsfantasien hat, als Zoom-Moderator gibt es die Möglichkeit, die total auszuleben. Außer man wird Zoom gebombt. Ich glaube, dann hat man auch keinen Spaß mehr dran. Nee, dann hat man keinen Spaß mehr dran. Aber sonst kann man wirklich, ja. Ja. Und wir haben auch wieder am Tag versendet, also, und wir sind ja dann über 20 gekommen. Genau, und es waren doch wieder ein paar Kölner da.
Gucke, auch auf Körper. Ja, so ist es doch. Und ja, es ist doch, siehst du, wenn ich die Sachen mache, dann denke ich, ach, ist doch wirklich, ja. Ja, macht eigentlich immer wieder Spaß. Es ist macht Spaß, lohnt sich, ja. Jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt ist auch mal gut, genau. Jetzt mache ich mal wieder die Tür auf, weil hier ist es nämlich doch etwas warm. Genau, Juli ist gerade ganz stickig. Bei der letzten Veranstaltung hat Leo sich ordentlich bemerkbar gemacht. Und zwar, er hat sich so bemerkbar gemacht, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt mal kurz das Raubtier füttern, bevor er mir den letzten Nerv raubt. Wir kriegen ja, also nicht wir, Martina kriegt heute eine Katze mit 4 Kleinen. Ich setze ja die Wette darauf, da bleibt was hängen, da zieht was ein, darauf wette ich. Ich bin schon ganz gespannt, wie ich werde berichten. Also das, ich meine, das wäre ja ein herzloser Mensch, der alle 5 Katzen zurückgäbe. Also Mama muss wieder zurück zu der Person, zu der sie gehört. Da gibt es ja auch ein paar Kleine, und aber sonst gibt es ja jetzt die Kleinen, genau. Ganz entzückend. Ach ja. Leo war gestern auch lustig. Da kam, also nebenan wohnt ja so ein kleiner Muff, ne? Der ist so groß. Mhm. Der kläfft immer. Und der kam hoch, Leo wollte runtergehen, hat er erstmal Rückenhaare hochgestellt. Dann hat sie ihre kleine Töle auf den Arm genommen. Leo ist rausgegangen. Und dann plötzlich hat sich Leo aber entschieden, nee, er ist nochmal zurückgegangen, ist dann die Treppe raufgestiegen. Und sie stand da an der Seite, und dann hat sich Leo zu dem Hund niedergebeugt und hat ganz neugierig geguckt. Das ist ja süß. Das war wirklich, also er ist extra nochmal zurückgekommen, und er wollte sich diesen Hund genauer angucken, und er hatte überhaupt keine Angst, wo er doch sonst so ein echter Schisser ist. Interessant. Das fand ich auch. In Köln gibt es ein kleines Elefantchen. Eine Woche. Oh. Halt. Ja, und in Hannover 3 Löwen. Auch schön. Die Betriebsprüfung habe ich heute auch überlebt. Was haben die denn sich angeguckt? Also bei BCJ? Ja, bei BCJ, die gucken sich an, ob alle Sozialabgaben abgeführt wurden. Haben die bei euch auch KSK geprüft? Ja, natürlich, klar. Ja, weil das Problem hatte ich gerade. Gott, wer ruft denn jetzt an? Moment. Den habe ich jetzt gerade abgewürgt. Ja, das ist freundlich. Und von wegen habe ich gar nicht. Aber jetzt. Ja, KSK hatten wir auch Prüfung. Da habe ich mich nämlich so erschreckt, weil ich hatte so ein bisschen schlampig abgerechnet, aber dann hat der mir eine halbe Stunde vorgerechnet, dass ich das alles ganz richtig gemacht habe. Donnerwetter. Siehst du? Okay, ja, ich gehe da mal kurz dran und sag ihm, dass ich ihn anrufe. Okay. Na, geschafft. Muss ich nachher noch ganz lange telefonieren, aber so ist das. So ist das. Sehr lustig, ich finde ja, Miron Mendel benennt eigentlich Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft sehr, sehr konkret und sehr genau. Er ist halt nur nicht so. Es gibt ja so eine goyische männliche Richtung in der Antisemitismusarbeit, aber zu denen gehört er jetzt nun nicht. Nee, zu denen gehört er nicht, genau. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Nee, und es ist auch nochmal, ich fand es interessant, dass du darauf hingewiesen hast, wie sein Buch wahrgenommen wird, dass manche eben echt denken, es wäre über den Israel-Palästina-Konflikt. Genau, da steht doch über Israel reden, da können wir doch gleich mal mitreden. Das ist unglaublich, aber, ja. Genau. Und ich war ja bei der Buchvorstellung mit Caroline Imke, und da war die war total verklemmt bei dem Thema.
Dabei ist sie ja eigentlich überhaupt niemand, der verklemmt sein müsste. Nee. Aber irgendwie Israel, da wurde er dann auch schon wieder ganz heiß und kalt. Das war ganz merkwürdig. Tja. Bettina meint ja, sie hatte vielleicht einfach einen schlechten Tag. Mag es das auch gewesen sein. Na, und ich bin ganz vergnügt nach dieser Woche, weil ich finde, es ist echt was, wie soll ich sagen, ja, mit BCJ sind wir jetzt mutig. Also ich habe klar gesagt, was ich sinnvoll finde und das machen wir. Mhm. Und ich denke, das ist auch gut so. Ja, und der andere Kram war jetzt auch alles irgendwie schön. Sehr gut. Und ich merke nochmal irgendwie so, ach nein, ich muss nicht nach Jerusalem, ist doch ganz schön hier. Auch sehr gut. Außerdem, da wird es ja auch noch wärmer sein. Das braucht also. Nee, das braucht echt kein Mensch. Ne? Das ist jetzt, hier ist schon warm genug und ja. Wobei in Italien klappt das ja immer, dass es da kühler ist als hier. Aber das ist auch schon faszinierend. Das liegt ja irgendwie am erhitzten Mittelmeer, habe ich gehört. Also von daher ist es vielleicht in Jerusalem demnächst auch so, aber wer weiß. Naja, gut. Ach ja. Ach ja, meine Liebe, jetzt muss ich noch ein bisschen einkaufen gehen. Das habe ich schon heute Nachmittag gemacht, weil ich gedacht habe, es kommt der große Platterregen. Ja, der ist bei uns irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ich habe gedacht, wenn es sozusagen hagelt und stürmt und weiß der Himmel, was für Winde kommen, dann will ich doch heute einkaufen, damit ich morgen den Gästen auch was auftischen kann und sie nicht am Daumen lutschen müssen. Gute Prepper-Entscheidung. So ist es. Und stell dir vor, heute hat mein Vater angerufen und er hat gar nichts gewollt. Ja, hervorragend. Es geht doch. Sehr schön. Also. Joffi. Genau, also das ist, ja, meine Mutter ist auch ganz so weit vergnügt, bisschen. Aber was ich auch merke bei ihr irgendwie, also wie soll ich sagen, im Zoo verblöden nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Im Menschenzoo? Ja, na, weil, also ich meine, das Heim ist ja wie ein Zoo, eingesperrt. Sie verlässt ihren Käfig ja auch nicht. Aber es ist ein bisschen ja so, dass der Käfig schon die Türe offen stehen hat. Aber das ist halt super faszinierend. Also ich meine, das ist halt auch doof gelaufen, weil erst war die Tür 3 Jahre zu und jetzt geht sie halt nicht freiwillig. Jetzt hat sie sich an das Dasein im Käfig gewöhnt. Naja, sie hätte auch schon vorher rausgehen können. Sie hätte halt nichts machen können. Aber also da hat deine Mutter schon irgendwie, es hat halt auch schon sowas in ihr berührt, fürchte ich. Ich verstehe das ja auch. Zumindest, also beim ersten Lockdown war ich eigentlich auch oft ganz froh, dass ich nicht raus musste. Es hat sich dann aber wieder ein bisschen geändert. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe eigentlich interessanterweise relativ wenig vermisst. Ja, eben. Also gerade am Anfang war ich einfach erleichtert, dass so viel irgendwie anstrengender Kram weggefallen ist. Ja, genau, so ist es. Und jetzt hat man alles, aber gut. Genau, und ich habe mich auch nicht so sozial vereinsamt gefühlt. Das war gut. Wie war das denn bei denen? Haben die dann noch zusammen gegessen oder auch gar nicht mehr? Wer? Bei deiner Mutter. Oh, die da. Ehrlich gesagt, ja, ich glaube schon, dass die zusammen gegessen haben. Ich glaube, eine Zeit lang durften die ja gar nicht oder nur mit Abstand, aber. Was hast du denn für schöne Pläne für morgen? Ich gehe arbeiten. Und dann koche ich für morgen Abend was für meine Hausgemeinschaft. Und am Samstag will ich ja nach Mainz fahren und meine Familie treffen. Und eigentlich ist es ein bisschen doof, weil ich habe immer noch Magenschmerzen und ich gehe ja mit ihnen essen, aber ich habe jetzt beschlossen, wenn es nicht schlimmer wird, dann ziehe ich das durch. Tapfer. Und vielleicht geht ja morgen essen wieder. Also es geht auch schon wieder ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Da kann ich nur sagen, Rifu Aschlima Bim Herut, jetzt wieder denn je. Und ich wünsche dir morgen einen wunderbaren Jubeltag. Ich meine, danke, dass deine danke. Mitarbeiterinnen mal nett zu dir sind. Die eine hat sich schon krank gemeldet. Ja, vielleicht ist das ja ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ich bin eigentlich auch nicht undankbar, genau. Siehst du? Ich meine, jede tut, was sie kann. Genau, stimmt. Alle nach ihren Kräften und Möglichkeiten. Dann habe ich dir erzählt. Nee, ja.
Was? Das Ankes Stellvertreterin, die ist ja seit 7 Monaten krank, ne? Ach stimmt, die Schwierige, ja. Ja, ich meine, das ist auch eine Nummer. Ja, aber ich meine, das ist halt, solche Sachen gibt es ständig halt auch bei der Stadtbibliothek. Das ist echt auch öffentlicher Dienst. So ist es. Ja, natürlich. Also das ist schon irre. Ja, und ich denke ja, das liegt daran, weil Anke die Erwartung hat, dass sie arbeiten soll. Meinst du nicht, dass vielleicht auch andere Dinge daran beteiligt sind? Ich denke, es liegt daran, dass Anke erwartet, dass sie arbeiten soll. Das ist, es tut mir leid. Ich würde das nie öffentlich sagen, aber das ist, was ich denke. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Anke da einen Anteil hat, aber... Nein, ich meine nicht, also ich finde die Erwartung, dass Menschen arbeiten sollten, ich finde die nur richtig. Und Anke, ich meine, ich lasse ja Irina Scheps machen weitgehend, was sie will, aber Anke zieht das durch und letztlich finde ich das auch richtig und konsequent. Ja, ich ärgere mich auch manchmal, dass ich sie zu viel machen lasse und immer denke, wenn ich mich einmische, wird es nicht besser, aber eigentlich, man könnte es auch mal echt probieren. Könnte man, aber du siehst, dann werden sie krank und ich bin sicher, die arme, die Person denkt, sie würde gemobbt, weil sie arbeiten soll. Arbeiten tun sie schon. Sie tun halt nur nicht das, wo... Also sie tun schon auch manchmal das, was ich will, aber sie tun auch ganz schön oft nicht das, was ich will. Oder auch so Dinge, die ich so finde, so total offensichtlich sind. Also Marlene schreibt mir heute eine Mail, fand ich echt kurios. Ich habe die Spendenbox da und da hingestellt, schreibe ich ihr zurück. Naja, und was ist drin? Schreibt sie mir zurück. Ach, ich habe nicht nachgezählt. Dann sagt sie so, und ich habe eine Strichliste geführt, wie viele Leute da waren. Ich habe aber nicht gezählt, wie viele Striche es waren. Da, weißt du was, in solchen Situationen, da ist es doch ein Wunder, wenn man nicht zum Totschläger wird. Da ist es gut, wenn man digital konferiert. Und richtig, nicht, weil dann kann, es nicht, dann kann es nicht zu physischen Auseinandersetzungen kommen. Und das ist besser so. Das ist besser so, genau. Aber nicht nur die Untergebenen, sondern auch die Kollegen sind unglaublich. Also es gibt ja unsere berühmte Israel-Arbeitshilfe, bei der Wolfgang Kühlstrom ja auch mit dabei ist. Eigentlich hätte seine Exegese im Oktober letzten Jahres vorliegen sollen. Ja. Ja, und er hat sie jetzt vor einer Woche hat er sie geliefert. Ja, das ist in der Tat ein bisschen verspätet. So. Und dann habe ich ganz husch, ist es jetzt layoutet worden und jetzt sagt er, er ist jetzt allerdings in Boston auch und jetzt sagt er, ja, also so könne er das nicht, den Text könne er nicht freigeben. Er müsse den jetzt noch durchlesen und bis nächsten Dienstagmittag könnten seine Korrekturen kommen. Und auch irgendwie, er hat da echt was Wissenschaftliches gemacht. Also wenn es um die Nefesh geht, dann schreibt er da Nöppes. Oh, ganz schlimm. Transliterierer, finde ich Nöppes. Also ich meine, mein Gott, wer bitteschön, also ich meine, ich weiß, worum es geht, aber wer bitteschön kann was mit der Nöppes anfangen? Also Transliteration funktioniert ja wirklich nur für Leute, die Hebräisch können. Selbst die können es dann nicht lesen. Also ich finde das immer, das finde ich auch immer sehr gut. Okay. Also die Nöppes ist nun, da denke ich, hat der sie, also da denke ich wirklich, der leidet darunter, dass er nicht promoviert hat. Mhm. Seine Nöppes leidet. Seine Nöppes, Nöppes, Nöppes. Oh, ja, das ist auch schön. Das ist die Nöppes. Oh. Guck mal, das ist jetzt das Codewort. Ich kann dich mal fragen, wie geht es deiner Nöppes? Genau. Das finde ich ganz hervorragend. Okay. Gut, ja. Ich muss jetzt noch mit Herrn Berzbach telefonieren, fürchte ich. Ich freue mich, dass ich dich zum Lachen gebracht habe mit der Geschichte von der Nöppes. Die Nöppes ist in Boston, aber unsere ist Gott sei Dank ja hier vor Ort. Und ich sage dir nochmal Dankeschön. Ich finde, es macht Freude. Es ist eine schöne Sache. Ich danke dir auch immer für dein Engagement und ich fand es auch wieder heute sehr schön. Und es hat sich jetzt gut hingemeldet. Ich finde, Alisa ist eine gute Bereicherung. Und Alisa habe ich jetzt fest. Die habe ich jetzt fest an der. Finde ich gut, ja. Und insofern,
Ja. Ich finde, sie hat auch so eine gute Art, um das vorzutragen. Und wir sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Das, finde ich, ergänzt sich auch gut. Ja, ja, genau. Das so ein bisschen war, ja, so ein bisschen Variatio Delectat. Genau. A bientôt. A bientôt. Mach's gut. Tschüss. Auch tschüss.